Hallo und herzlich willkommen bei mir in meinem kleinen Video zum Landwirtschaftssimulator 2015. Es handelt sich hier um eine Simulation und zwar einfach auf den Nenner gebracht um Ackerbau und Viehzucht und Forstwirtschaft. Das heißt, man kann mit der Simulation alles Mögliche machen. Man kann Getreide anbauen und ernten, Zuckerrüben, Kartoffeln. Man kann Tiere haben, also sprich zum Beispiel Kühe, Hühner oder Schafe, und man kann Forstwirtschaft betreiben, man kann Wälder abholzen, man kann Holz verkaufen und man kann natürlich die Produkte, die man dann alle erntet, wie in einer realen Landwirtschaft, auch unter anderem mit den ganzen Maschinen, kann man dann natürlich wieder verkaufen und so Geld verdienen. Am Anfang nicht ganz einfach, da hat man nur noch nicht so viele Maschinen, aber wie du hier siehst, ist der Fuhrpark riesengroß und ich finde also, man kann sich da ganz klasse austoben. Die Simulation ist super umgesetzt, wir haben Tag- und Nachtrhythmus, wir haben gutes Wetter, schlechtes Wetter, die Maschinen verschmutzen stark mit der Zeit und. Also mein Schatz und ich, wir haben uns da schon stundenlang drin vergnügt und es macht unheimlich viel Spaß. Mit diesem Video hier will ich mal was zeigen, und zwar zum Thema Holzhackschnitzel. Man kann also aus Baumstämmen Holzhackschnitzel herstellen und die dann im Heizwerk verkaufen. Da wird dann Wärmeenergie draus gewonnen und die bringen unheimlich viel Geld, sodass man dann weitere Maschinen oder Felder kaufen kann. Und die Herstellung von diesen Hackschnitzeln ist nicht ganz einfach. Da haben sich schon viele dran die Zähne ausgebissen. Und wie das dann doch funktionieren kann, das möchte ich gerne in diesem Video mal zeigen. Also dann viel Spaß beim Zugucken, leg mal los. So, das ist die Hackschnitzelmaschine. Der Jens HM583, den gibt es in der Abteilung Forstgeräte im Shop, kostet um die 80.000 Euro, ist kein Pappenstiel, aber wird sich lohnen, wirst du sehen. Also den brauchst du. Die Maschine braucht einen Antrieb, das heißt, die braucht da vorne einen Traktor, damit sie angetrieben wird, und da braucht sie einen mit mindestens 250 PS. Okay, ich habe da den New Holland hingehängt, der hat 320 PS, der hat dann genügend Leistung für die Maschine. So, das ist das Erste. Dann brauchst du logischerweise eine Baumfällmaschine, das ist der Ponce Scorpion King, mit dem musst du die Bäume fällen. Dann brauchen wir einen Frontlader, damit du die Bäume zum Hackschnitzler bringst. Und dann brauchen wir noch ein Transportmittel. Das kann jeder x-beliebige Anhänger sein, vom kleinsten bis zum 40-Tonner von mir aus. Einen Kipper brauchst du da, weil die Hackschnitzel musst du ja dann irgendwo einlagern, in aller Regel im Schuppen auf dem Hof, da kannst du sie abkippen. Warum ich da jetzt einen Container stehen habe, das erkläre ich dann gleich zum Schluss vom Video. Weil wenn die Hackschnitzel am Hof abkippst, im Schuppen, und du wirst sie irgendwann verkaufen, sei es zum Normalpreis oder wenn eine große Nachfrage kommt, dann musst du die Mistdinger mit dem Frontlader alle wieder in einen Anhänger kippen, was viel Arbeit und viel Zeit kostet, und dann zum Verkaufen fahren. Also wirklich ein hoher Aufwand. Und da habe ich mir lange überlegt, ob es da nicht eine bessere Lösung gibt, und ich denke, die habe ich gefunden. Okay, fangen wir mal an. Positionieren wir also mal die Maschinen. Ja, wir sind hier auf Westbridge, da hinten siehst du Bäume stehen. Wir sind ganz unten auf der Karte, da unten am 20er Feld bei der BGA. Die Bäume, die da hinten stehen, die sind original natürlich nicht auf Westbridge vorhanden. Die habe ich gepflanzt vor einiger Zeit mit der Setzmaschine, da habe ich so circa 80 Bäume hingestellt. Da müsste halt lang genug warten, bis die schön in den Himmel wachsen. Die sind jetzt alle so zwischen 30 und 40 Meter hoch. Und das gibt mal so schöne Stämme, die du dann brauchst, um Hackschnitzel zu machen. Also die habe ich da selber gepflanzt, weil auf Westbridge gibt es keine großen Wälder und auch nicht sehr viele Bäume. Und weil ich hier gerne unterwegs bin, habe ich mir halt meine Bäume selber gepflanzt. Die Hackschnitzel-Systematik kannst du natürlich auch auf Bernholm oder Sosnowska einsetzen, das ist wurscht. Ich mache sie auf Westbridge. Also. So, okay. Also, dann positionieren wir jetzt mal die Maschine. Leg mal los. G
Die stellen wir jetzt hier auf die grüne Wiese. Okay, einfach so schön frei zugänglich von links und von rechts. Da müssen wir die Stützfüße gleich ausklappen, solange wir noch auf dem Traktor sitzen. Dann fährt auch dieses riesen Förderband mit aus und die Maschine steht. Wir steigen aus. So. Das ist der Hackschnitzler. Jetzt, wie bringe ich die Bäume, die ich brauche, um Hackschnitzel draus zu machen, hierher? Logischerweise zum Beispiel mit einem Frontlader, der steht da hinten schon. Und dann lege ich mir da die Bäume hin. Und jetzt ist die große Frage und das Drama beginnt, wie bringe ich die Baumstämme da oben auf dieses doch relativ kurze Förderband, damit die Weize Hackschnitzel draus macht. Jetzt kannst du ja so gern den Kran bedienen, der da oben drauf steht. Aber da habe ich mir die Zähne ausgebissen. Meine Partnerin auch, wir spielen oft hier zu zweit an der Konsole. Und sie ist eigentlich so krantechnisch sehr begabt. Sie bedient alle möglichen Kräne, die es im Farming Simulator gibt, aus dem FF. Da hat sie mehr Talent als ich. Aber an diesem Kran haben wir uns beide die Zähne ausgebissen. Das ist jetzt die dritte Maschine, die ich gekauft habe. Ich habe schon mal zweimal einen Hackschnitzler gekauft und habe sie beides mal verzweifelt und mit schweißnasser Stirn wieder verkauft, weil es uns beiden echt nicht gelungen ist, in einer vernünftigen Zeit Holz auf dieses Förderband zu legen und Hackschnitze herzustellen. Der Kran ist einfach unmöglich zu bedienen. Kannst du gerne mal probieren, wenn du Lust hast. Dazu musst du im Traktor sitzen. Dann hast du die Perspektive, so. Und dann kannst du den Kran mit diesen Steuerzeichen und dem Controller bedienen. Dann nimmst du die Holzstücke, die du da unten hinlegst, versuchst sie mal aufs Förderband zu legen und Hackschnitzel herzustellen. Dazu müsst ihr die Maschine logischerweise einschalten. So, der läuft jetzt. Und jetzt legst du mit deinem Kran Holzstücke auf das Förderband und nach Hackschnitzel. Viel Vergnügen! Wir haben uns die Haare gerauft und ich habe das Scheißding schon zweimal wieder verkauft. Jetzt habe ich es nochmal gekauft, weil ich eine Idee hatte und die funktioniert tatsächlich. Und das will ich dir jetzt zeigen, wie ich das jetzt mache mit den Hackschnitzeln. Also, jetzt brauchen wir erstmal einen Baumstamm. Setzen uns in den Scorpion King. Auf geht's. An die Arbeit. Holen wir uns da einen Stamm. Und los geht's. Den legen wir da vorne jetzt schön auf den Weg irgendwie, dass man den schön abtransportieren kann nachher. Da zu den anderen, da liegen schon ein paar. So. Und jetzt ist drauf zu achten, bevor du jetzt sägst, wie lang deine Stämme sein sollen. Du kannst hier die Schnittlänge verändern, die steht im Original jetzt auf 1 Meter. Das sind so kleine Stücke, da wirst du nicht glücklich damit, da wirst du nie reich. Also habe ich versucht, eine Lösung zu finden, die aus den längsten Stämmen Hackschnitze zu machen. Und das stelle ich jetzt auf 8 Meter. Das ist die längste Schnittlänge und dann sägen wir los. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und die Spitze schmeißt er weg. Das ist mir recht.
Weil mit der Spitze könntest du eh nichts anfangen, der Hackschnitzler will die auch nicht, der kann die irgendwie gar nicht verarbeiten. Stellen wir den Ponze da ein bisschen auf die Seite. So. Warm ist gefällt und gesägt. Da liegen die Prachtexemplare jetzt schön rum. Und die holen wir uns jetzt mal mit dem Frontlader. Ich beeile mich jetzt mal, damit das Video nicht zu lang wird. Und wir rennen. So, Frontlader anschmeißen. Jetzt mache ich das Hilfefenster mal aus, das stört mich jetzt. So, und los geht's. Jetzt holen wir uns einen Stamm. Ein Prachtexemplar, dank Schappi. Den nehme ich jetzt so im rechten Drittel auf den Haken. So. Passt. Jetzt fahren wir zum Hackschnitzer. Die Maschine, also der Hackschnitzer läuft ja so nicht. Ne? Im Einzelspielermodus kann immer nur die Maschine laufen, in der du sitzt. Jetzt fahre ich da so von der Seite hinten mal dran. Positioniere den Stamm über dem Förderband. Das ist noch zu weit links. Müssen wir noch ein bisschen rangieren, das ist ein bisschen Feinarbeit. Okay. Noch ein Stück rüber. So. Das ist mein erster Stamm heute, da bin ich noch nicht so in Übung. Aber das macht nichts. Wenn du das so machst, wird es dir nachher auch nicht anders gehen. Aber das passt schon. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Okay. So, jetzt sieht man also, dass der Frontlader den Baumstamm hält. Die Poltergabel ein bisschen nach oben, dass er nachher nicht runterfällt. Okay. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass der Baumstamm das Förderband berührt. Also legst du jetzt so schön drauf. Die Gabel machen wir jetzt ein bisschen auf vom Frontlader. Bisschen lockern. So. Und jetzt spiele ich nur noch mit der Höhe vom Stamm. Und leg den da jetzt so auf das Förderband. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Da, jetzt haben wir natürlich noch keinen Anhänger, keinen Kipper positioniert. Das machen wir noch geschwind. Dann muss ja die Hackschnitzel irgendwo reinschmeißen. Da nehme ich jetzt den Container. Warum, erkläre ich gleich noch. Und stellen wir jetzt hier auf die linke Seite von Hackschnitzler. In etwa so. Okay. Und jetzt müssen wir das Hackschnitzelrohr ausfahren. Geht auch wieder nur vom Traktor. Da brauche ich jetzt wieder die Hilfe, weil ich die Tastenkombinationen nicht auswendig weiß. Rohr ausfahren. Okay. Hat er gemacht. Das Schöne daran ist, am Hackschnitzler, der positioniert
dieses Auswurfrohr selbst über dem Anhänger, den du drunter stellst. Da kannst du also nicht viel falsch machen. Ja, das sieht jetzt schon mal ordentlich aus. Das können wir so stehen lassen. Den Container könnte ich jetzt auch absetzen und mit dem LKW wegfahren und so lange irgendwo was anderes machen. Aber ich lasse ihn mal dran, damit wir dann nachher sehen, unten rechts im Statusfenster, wie viel Hackschnitze so im Baumstamm an Menge gibt. Das kann man da dann ablesen. Also gut. So, dann hätten wir alles vorbereitet. Dann schreiten wir jetzt zur Tat. Zum Einschalten des Hackschnitzlers musst du dich in den Traktor setzen. Okay, Traktor läuft. Jetzt schmeißen wir dann den Hackschnitzler an und gucken, was passiert. Achtung, fertig. Und los geht's. Und weg ist er. Hackschnitzler aus. Und der Baum ist jetzt ein Hackschnitzel. Jetzt steigen wir mal aus dem Traktor aus. In den LKW ein. So, und jetzt sehen wir unten rechts auf der Statusanzeige schön, dass dieser eine 8 Meter Stamm 3,335 Kubikmeter Hackschnitzel gebracht hat. Heißt, ein Stamm, fast 3,5 Kubikmeter, 45 Kubikmeter passen in den Container. Da brauchen wir also so zwischen 10 und 15 Stämme. Dann ist der Container voll. So einfach gehen Hackschnitzel. So, jetzt hast du gesehen, wie das funktioniert. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wieso eigentlich in einen Container? Das hat einen ganz einfachen Grund. Man könnte die Hackschnitzel ja, wie ich eingangs schon sagte, auch in einen normalen Kipper umladen, dann zum Hof fahren, im Hof abladen oder gleich im Biomasseheizwerk zum normalen Preis. Aber ich lagere die Dinger grundsätzlich immer ein, bis eine große Nachfrage kommt und dann kriege ich einen doppelten Preis. Jetzt müsste ich also die Hackschnitzel abladen am Hof und wenn dann eine große Nachfrage kommt, mit dem Frontlader alles wieder mühselig aufladen und zum Biomasseheizwerk fahren. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir den Container angeschafft mit dem Hakenlift. Dazu brauchst du das sogenannte IT-Runner-Modul, die DLC-IT-Runner. In der DLC-IT-Runner, da sind die Maschinen drin, zeige ich dir mal geschwind. Die DLC kostet, glaube ich, so um die 9 Euro. Da kannst du den Hakenlift kaufen für 55.000 Euro und diesen Container kostet 42.000. Klar, das ist erstmal eine Anschaffung, aber wenn man gleich sieht, was die Hackschnitzel an Geld bringt, dann hast du das ruckzuck in einem Durchgang wieder in der Kasse. Was mache ich jetzt mit dem Container? Jetzt nehmen wir mal an, der wäre jetzt voll. Okay, da setze ich mich jetzt in den LKW. Und fahr den jetzt direkt nicht zum Hof, sondern zum Biomasseheizwerk. Das ist jetzt da vorne gleich um die Ecke, da fahren wir jetzt mal hin. Okay, los geht's. Ja, aufpassen, dass wir nicht über die Stämme da stolpern. So. Passt. Und auf zum Biomasseheizwerk. Das ist jetzt gleich da vorne. Da kommt es schon in Sicht.
So, und hier ist die Abladestelle für Hackschnitzel. Da fahren wir jetzt mal rein. Die Abladestelle wäre da rechts in dem Bunker, aber ich will ja jetzt nicht abladen. Fahren wir da mal hinten rum. Hoffentlich kommen wir um die Ecke mit dem langen Gespann. Ah, das geht schon. Bisschen eng, aber geht. So. Und wie ihr seht, da steht schon ein voller Container. Den habe ich da schon abgeladen. Jetzt stellen wir da einen zweiten dazu. Wenn wir nehmen ja mal an, dass der auch voll wäre. Ja. Okay. Den setzen wir hier jetzt ab. Passt. Jetzt brauchen wir das Hilfemenü wieder wegen den Tastenkombinationen, die ich nicht auswendig weiß. Okay. Container abladen. Los geht's. Okay, da steht ja schön. Ziehen wir den noch ein Stückchen vor, dass das gut aussieht. Okay. Und abkoppeln. Okay. Steuere ich mal aus, dass die Maschine nicht so einen Krach macht. So, da steht der jetzt also mit dem anderen zusammen. Und da kannst du dir jetzt zum Beispiel 2, 3, 4 Container hinstellen, gefüllt mit Hackschnitzel. Und ich warte jetzt grundsätzlich immer, bis eine Aktion kommt, also eine große Nachfrage. Ich habe genug Zeit, ich lasse die da jetzt stehen. Und wenn große Nachfrage kommt nach Hackschnitzeln, dann kriegst du so circa 3000 Euro. Für die Tonne oder für 1000 Kubikmeter. Und die kommt dann da hinten in den Bunker. Das heißt, dann ist ein Container so circa 120.000 bis 130.000 Euro wert. Und wenn du da 2 oder 3 hinstellst, da hast du ruckzuck eine 500.000. Also, wo ist das Problem? Es funktioniert. So, ich hoffe, ich konnte euch was zeigen. Ich hoffe, es war informativ. Und ich überlege mir dann bis zum nächsten Mal, was ich euch als nächstes zeigen könnte. Aber das wird euch vielleicht jetzt in meinem Abspann noch von der Amber Farad noch ein kleiner süßer Abspann, so ein bisschen zum Schmunzeln in 30 Sekunden. Alles klar? Also, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao! Hi Leute, ich bin Amber Rose. Okay, ich hoffe, Bernds Video hat euch gefallen und viel Information gebracht und wünsche euch, dass ihr jetzt alle steinreich werdet im LS 2015. Im nächsten Video will er euch zeigen, wie man professionellen Zuckerrübenanbau betreibt. Also gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.